Hey Internet und YouTube, zurück bei den zwei süßesten Versuchungen, seit es Schokolade gibt. Kies und Chantal. Vögelchen. Nee, sag ich mein die Vogel. Alte Donner. Steiner. Nee, hab ich ja. Für dich geholt. Für meinen bärtigen kleinen Gummibär. Du brauchst nicht meine einreiten. Also ich reite den erstmal, ich flieg den erstmal ein für dich. Nee, danke. Du wolltest das mit der... Komisch, die Animation ist anders. Oder? Naja, die hören sich anders an, die bewegen sich anders, die sind anders. Es hat sich vieles verändert, als du weg warst. Sehr vieles. Hol mal hier ein paar Bärchen für uns, Gummibär. Gummibär? Du bist mein kleiner, zotteliger Gummibär. Ach ja, bevor die Folge jetzt richtig startet, habt ihr denn auch alle brav geliked? Damit wir auch wieder satt werden. Damit wir uns echtes Essen leisten können und nicht nur Asbest von irgendwelchen baufälligen Gebäuden. Denn damit verdiene ich mein Zweiteinkommen. Ich bin Asbestvernichter. Das ist... Immer die Wand ablecken. Nee, ich kau die halt runter, weißt du? Es ist auf der einen Seite vernichte ich halt Asbest und auf der anderen Seite habe ich ein schmackhaftes Mahl. Es schmeckt nicht so schlecht, wie man denkt. Ein bisschen wie Zuckerwatte, nur nicht so süß. Wow, okay. Also liebe Kinder, immer schön Asbest naschen. So, wollen wir mal rüberfliegen zur Burg? Mein Inventar aufrufen hier, wenn ich oben bin. F. Ah, F war's, okay. Holy shit, okay, 200... Oh mein Gott, ich bin schon richtig voll hier. Ja, deswegen musst du auch ein bisschen hier auf Last bei dir gehen. Ja, hab ich, ja. Die wilde Chantal, weißt du, die hat sonst Rücken. Guck mal, die ist ja richtig bockig. Wow! Hey, easy Tiger. Ganz ruhig, Chantalle. Ganz ruhig. Level 170. Na, ich fliege jetzt mal rüber zur Burg. Oder willst du mit? Soll ich dich crappen? Rip. Soll ich dich mal da drüben abwerfen? Was? Ja, was denn? Hast nicht Bock? Wir waren noch mal greifen. Warte mal, ich muss erst hier... Mach mal Drogen die für Bären uns. Hier, mach Drogen für uns, Daddy. Daddy, mach uns Stoff. Ich habe auch eine geile Brille. Hast du schon gesehen hier? Ja, habe ich auch. Cool, oder? Wir sind Nerds. Wir sind richtige Nerds. Das ist eine ganz normale Brille und das ist schon Nerds. Abends jagen wir Dinos. Tagsüber sind wir im Callcenter tätig und verkaufen gute Energieanbieter. Tarife. Warte mal, wie war denn das jetzt? Wo ist denn jetzt hier der... Hier ist Drogen. Hier drüben der ganz links oder wo? Sind Drogen. Links ist der Drogenmarktplatz. Links sind Drogen. Ich sehe hier, okay. 33, wow. Ja, Fleisch. Warte mal, wir haben doch hier bestimmt noch ein bisschen. Ja, hier drüben ist doch jede Menge Gammelzeug. Ja, das ist ja auch in der Fleischkiste. Die Fleischkiste, ja. Ich wusste gar nicht, dass deine Mom auftritt. Oh mein Gott. In der billigen Welt von Kies. Immer wieder gut. Ah, so ein Mutterspruch, der geht immer. Das ist ein Klassiker. Ich glaube, irgendwann wird jemand ein Museum machen, wo all meine Muttersprüche draufstehen. Weißt du, überall sind so Zettel. Dann können dann die Leute hin und sich an den Muttersprüchen erfreuen. Jetzt habe ich einen Sattel plötzlich im Inventar. Wie jetzt? Hast du den Sattel von... Hä? Warum hast du jetzt einen Sattel mitgenommen? Wo hast du denn den her? Den bekommen einfach. Ein Parasaurus-Sattel habe ich hier. Okay, dann tue ich hier in die Kiste. Ja, keiner will doch ein Para. Also, bitte. Also, hey, soll ich dich jetzt ganz kurz rübernehmen? Ja, wahrscheinlich werden wir jetzt sterben. Dankeschön. Und der Vogel ist dann da drüben gefangen. Oh, du bist so schwer. Was? Oh mein Gott, der wiegt. Der wiegt zu viel, der Mann. Der wiegt zu viel. Warte mal, ich drop mal alles, was ich nicht brauche. Jetzt habe ich auch so einen hässlichen Para. Oh, ups, das war was Gutes. Ich habe eben gerade meine Betäubungssachen rausgeworfen. Meine Güte. Uiuiuiui. Die Leckereien brauchen wir noch. Ich stecke hier fest. Ach du Scheiße. Okay, hier geht's aus. Moment, ich fresse noch ein paar Beeren. Bären fressen ist jetzt, der Typ ist voll hier, die Dame. Oh shit, ich habe noch 16 Barren hier drin. Ja, jetzt geht's, oder? Oh Gott, ist der... Hä? Was? Du hast mich fallen gelassen. Ich habe gar nichts. Du bist so ölig. Das ist dein Shampoo. Das ist mir nicht bei den Haaren. Ja, warum wirft denn der ab? Hat der irgendwie... oh Gott, wenn du mich hier drüben abwirfst, flipp ich aus. Ich habe nichts gedrückt. Jetzt aber schnell rüber, bevor er dich loslässt. Da hat er die Speedtaste entdeckt.
Nee, die kannte ich die ganze Zeit, aber vorhin hat er dich abgeworfen. Hat das Schaden gemacht? Nee. Warum schreist du denn wie so ein altes Mädel? Ja, ich hab mich erschreckt. Komm, auf geht's, Abenteuer, yay! Sterben! Hörst du das? Aus? Hörst du das? Hör da was. Oh. Ist ganz schön dunkel. Fackel? Ein bisschen zu dunkel für meinen Geschmack. Irgendwie so düster hier drin. Aber guck mal, hier back. Hast du es gehört? Ja. Das war jetzt kein Skorpion. Achso, das ist ein. Was ist denn das? Ein Vieh oben hier? Achso. Wo denn? Wildschwein. Hier, der hat sich voll getarnt. Ach, hier? Der ist ja richtig getarnt. Das ist ein. Und der macht so Geräusche, der klingt aber wie ein T-Rex, ne? Ja, aber wo geht's denn hier rein? Ich meine, das ist alles der Eingang. Ja? Das ist jetzt ein bisschen schwach, oder? Habe ich ein bisschen mehr erwartet. Habe ich irgendwie schöne Frauen und so erwartet. Die wir retten müssen aus der Burg. I! Was denn? Fledermaus. Stich sie tot! Oh, Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die rennen! Oh Scheiße! Was zur Hölle ist das denn? Rückzug! Oh mein Gott, da kam sie alle raus hier! Ach du, hast du es gesehen? Oh mein Gott! Wie wollen wir das töten? Das war ja wie in einem Film da. Wollen wir da nochmal hingucken? Nochmal gucken? Wie gucken? Nochmal spicken, komm mal mit. Ich glaube, wir haben den Eingang entdeckt. Aber da war bestimmt irgendwas Krasses. Da gibt's bestimmt krasse Schätze. Ich mach die jetzt tot, die Fledermäuse. Die hängen alle hier fest und alle festgebackt. Ja. Ey, die halten super viel aus. Level 148? What the fuck? 247. Die kannst du gar nicht töten. Da brauchen wir irgendwie Sprengstoff. Du musst mit Raketenwerfer rein. Ey, der hat mich einmal berührt hier. Guck mal, der lebt immer noch. Die Fledermaus ist untouchable. Oh mein Gott, was ist das für eine ekelhafte Riesenspinne? Die ist doch neu, oder? Keine Vergiftung hier. Hilfe, nicht. Rette mich doch! Hilf mir doch, schlicht doch mit drauf! Oh, ich bin gleich betäubt. No. Hab sie getötet. Da kommt aber die nächste. Level 1, komm, die schaffen wir. Da kommt die nächste. Level 90. Jetzt so ein verkrüppelndes Gift. Was ist das hier für ein Beutel? Da kommt noch eine Spinne, die sind aber echt ekelhaft, ne? Also sie sehen richtig ekelhaft aus. Vorsicht vor der Betäubung. Die könnten Rezepte drin haben. Ich habe irgendwas genommen gerade. Ja, ein Pfeil ist drin. Notizen der Rockwell-Rezepte. Aber ich nehme durch das Gift kaum Schaden, also die Resistenz scheint hier wohl ganz gut zu greifen. Oh, aber die Fledermäuse sind heftig. Ja, die sind fies. Die halten noch so viel aus. Die halten super viel aus. Kriegen wir gar nicht down. Nee. Oh, die Handschuhe sind schon kaputt, gut. Die kriegen wir nicht kaputt. Nee, renn. Die sind unsterblich. Oh mein Gott, der hat mich gebockt. Renn in die Sonne. Dann verbrennen sie. Oh Gott, die sind hartnäckig. Ja, aber ich will nicht die alte Donner verlieren. Oh Gott, ich bin gleich down. Bleib stehen! Nimm mich mit! Oh Gott. Hä, nein! Der lässt sich immer wieder los. Was ist das? Donner, du Trottel! Weil du bist so schwer und riechst eben so streng. Guck mal hier, Donner hat keinen Bock auf dieses Gewicht. Nee, kann ich nicht, du bist so schwer. Wieso bin ich plötzlich zu schwer? Das ich weiß es Sinn? Nicht, ich guck mal rein. Mach die Fledermaus platt. Ja, sehr witzig. Ah, sie geht weg. Lass sie ziehen. Oh mein Gott. Ich hab ein bisschen Kiten, aber jetzt habe ich aus Versehen Kiten gedroppt. Oh, da kommt sie wieder. Oh nein, es geht Donner auf sie los. Oh nein. No, Donner, no. Die alte Donner. Nein, Donner, nicht nach oben. Oh. Ich hab einen gekillt. Drop all dein Fleisch. Beweg dich nicht. Ich hab fast kein Leben mehr. Beweg dich nicht. Mich nicht bewegen. Ich bin gleich down. Ja, ich will dich crappen. Du brennst. Bei mir brennst du. Oh nein, wenn die dich schlägt, dann... Ich bin gleich down. Warte mal, ich versuche ihn wegzuziehen. Ich kann mich nicht mehr... Ich bin tot. Oh mein Gott. Alter. Ich konnte dich nicht nehmen. Die Fledermaus verfolgt mich. Boah, das wird ja richtig dreckig, da drüben reinzugehen. Wie sollen wir das denn schaffen? Wird's eine Fledermaus, oder was? Ich hol dich kurz ab und dann werfen wir dich rüber.
brauchen wir Betten. Eine Fledermaus, aber die ist Level 240.000. Sowas in der Richtung, ja. Moment, ich level hier nochmal ein bisschen. Holy shit. Ich muss dem Vogel auch ein bisschen Gesundheit und Ausdauer geben. Ey, jetzt kommt die echt hier rüber. Oh mein Gott. Und die anderen fliegen irgendwo da hinten ins Nirgendwo. Okay, ich versuche mal jetzt hier Speed zu geben. Ah! Die eine Fledermaus, die ist einfach zu krass. Bin ich? Wo sind meine hier? Eine Fledermaus zerstört unsere ganze Basis. Was machen die anderen da hinten? Was ist, wenn wir... Warte mal, ich komme nochmal rüber. Was ist, wenn wir mal da oben dich droppen? Ich will überhaupt nicht gedroppt werden. Ich habe meine Sachen. Jetzt will ich wieder weg hier. Moment, ich brauche Ausdauer. Oh, ich glaube, die geht auf unseren... auf unsere Chantal. Die traut sich was, die Fledermaus, du. Der lässt sich immer wieder fallen. Ich weiß nicht, warum. Ist dieser Übergang hier verbuggt, oder was? Hoffentlich lässt er sich nicht in der Lücke fallen. Oh oh. Die will uns noch, ne? Also die kommt. Ja, ja. Jetzt geht's auf Chantal. Jetzt greift sie Ding an. Ja, aber die macht ziemlich viel Schaden. Kacke. Das Vieh muss weg. Jetzt kommt auch noch der Vogel. Wenn jetzt die eine Fledermaus... Das gibt es nicht. Was ist das für eine Superfledermaus? Der Vogel hört nicht auf mich. It's over. It's over. Die fliegen jetzt immer weiter hoch. Das ist diese alte Geschichte, weißt du? Der oldste, oh mein Gott. Das gibt es nicht. Die Fledermaus ist unbesiegbar. Was ist das für ein Monster? Gehen wir was jagen? Oh, da kommt ein Crate. Goldenes. Oh ja. Mach die Fledermaus kalt, alte Donner. Die kommt ja nie wieder zurück jetzt. Kommt nie wieder zurück, ne? Brauchen wir wieder einen Vogel. Deswegen braucht man immer zwei Vögel. Ja, aber du wolltest ja wieder mal gierig sein. Gierig? Ich wollte nur mal gucken, was da drüben ist. Ja, und dann gleich nochmal reinschauen. Ja, ich wollte halt nur mal einen Blick reinwerfen. Vielleicht sind da irgendwelche Schätze. Hä? Huh? Super krasse Schätze. Der Kampf dauert ewig. Wer wird denn jetzt gewinnen? Keine Ahnung. Ich sehe nicht mal mehr Ziffern herumfliegen, so weit weg sind die. Ich glaube, die Fledermaus gewinnt. Wir haben 60 Schaden oder so gemacht mit einem Stich. Ah gut, ich hole mir einen neuen Vogel. Auf Wiedersehen, Donner. Donner, hat Donner gewonnen? Ich habe keine Ahnung, sie sind beide verschwunden jetzt gerade ganz in oben. Den Wolken, ne? So ganz merkwürdig. Ja. Donner! Oh, aber Donner braucht irgendwann Ausdauer. Irgendwann muss sie wieder runterkommen. Ich weiß nicht, wie das... Ich hole jetzt einen Vogel. Kommst du mit? Vogeljagd? Was ist denn jetzt? Die Chantal steht hier genau beim Eingang drauf zu beschissen. Hier. Ich wollte leveln. Warum kann ich jetzt nicht leveln? Also F klicken. Immer F. So. Chantal bewacht die Bude. Mir ist alles kaputt hier. Also Donner ist weg. Die sehen wir nie wieder. Ich wusste nicht, dass eine Fledermaus so stark sein kann. Ich hätte doch auch keine Ahnung. Woher sollte ich das wissen? Was ist denn hier alles kaputt? Kann ich reparieren? Oh, ja, Halleluja. Bring ein bisschen Prime Meat mit. Danke, Schnucki. Was Prime Meat? Woher soll ich ein Prime Meat jetzt nehmen? Zauber uns mal einen leckeren Primey. Ich hole einen neuen Vogel. Aber wenn Donner stirbt, dann würden wir es doch wissen, oder? Ich meine, dann kommt doch eigentlich so eine... Achso, dann kommt eine Meldung. Ja. Meldung. Aber irgendwann muss sie doch landen. Toll, jetzt ist hier nichts los. Hier ist jetzt wieder nichts los. Die Vögel, die ich sehe, sind alle ewig weit weg. Oh Gott, warum muss dieses Spiel immer alles von mir abverlangen? Wo sind die Vögel? Drei Fleisch, 10 Bienen, 4 Medizin. Oh, der sieht schick aus. Was ist das hier für einer? Ich will jetzt einen hübschen. Hübschen für Papi. Alles Weiber hier. Alles Weiber. Warum kriege ich keinen männlichen Vogel?
Warum immer nur Mädels? Nicht anders verdient. Aber wir sind immer so zickig und fliegen nicht zurück, weißt du? Was hab ich denn jetzt lauter solche komischen Dinger hier drin? Das ist voll nervig, das will ich gerne. Oh, der hier drüben sieht auch schick aus. Was ist das hier für ein Level? Bist du ein Mann? Auch ein Mädchen? Tja, die Natur will es so. Sie will, dass ich Frauen reite. Ich glaube nicht. Na gut, die Natur kann sich auch mal irren. Was? Natürlich, ja, ich meine. Natürlich nicht. Oh, ich habe ihn runtergeschossen. Ich bin ein guter Schütze. Ja, die Natur will es so. Bau mal noch einen Sattel. Oh, der da hinten sieht aber auch schick aus. So blutrot mit grauen Flügeln. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Jetzt habe ich irgendwie zu viele. Oh, so arm. Der hier ist ja schick. Wo will denn der hinflattern? Wir hatten auch noch nie diesen komischen Klettermeister. Weißt du noch, diesen einen, der so klettern kann und rückwärts fliegen kann und seitlich fliegen kann? Oh, doch, den hatten wir, ne? Den hatten wir, stimmt. Ich habe jetzt keine Ahnung, welchen du meinst, aber... Der, wo so aussieht wie der Pteradon oder wie der heißt, nur eben hat er noch die Funktion, dass er überall landen kann, auch an Schrägen. Weißt du noch? Der Klettermax. Ach so, ja, ja, doch, ja, ja. Stimmt. Oh, ich brauche ein bisschen Fleisch. Der schnarcht, ey. Ich glaube, die Männer, die schnarchen nicht so. Frauen sind eher so, die schnarchen. Schauen jetzt Feministinnen gerade zu? Was denkst du? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich glaube nicht. Oh, was ist denn das hier? Alter! Hier ist ein Mini-Stego, der mich angreift. Der direkt... Was? Warum? Du bist ein Pflanzenfresser. Oh, ich dachte, du bist tot. Cool. Der verteidigt vielleicht irgendwas. Ja, was denn? Sein Lieblingsstein hier drüben? Ja. Oh, ich brauche doch nur ein bisschen Flash. Kleines bisschen Fleisch. Zum Snaggeln. Ach du Heiliger. Oh, ich glaube, du bist stark, ne? Du bist richtig. Du bist stark. Bei mir ist die Action, Leute, alle einschalten. Der ist stark, ich trau mich nicht. Der sieht aber cool aus. Mann, warum müssen diese ganzen coolen Viecher immer nur so gemein sein? Lass mich doch in Ruhe, was. Warum halten die Säule plötzlich mehr aus hier? Ich weiß es nicht, sind alle voll robust und voll cool. Vorher ein Pfeil und war weg, jetzt nichts mehr, oder was? Was schießt denn du gerade, auch ein Vogel? Ich wollte, ja. Fliegt immer weg, ich sagte, das ist ihm wurscht. Hart im Nehmen auf einmal, ne? So, endlich, Fleisch! Leckeres, rohes Fleisch! Wo liegt denn jetzt mein Kollege? Ah, hier drüben. Ach, fuck, der ist ja voll weit weg. Ich will einen Vogel. Ah! Bin runtergefallen irgendwann. Okay, gut. Mir geht's gut, danke schön, der Nachfrage. Ach, das ist der Große hier. Niemand hat gefragt. Hier ist so ein Mini-Stego. Das ist dieser Große mit dem Kamm, mit dem Punkerschnitt. Ach, der da, aber der ist ja super heftig. Den kriegst du auch niemals runter. Nee, nicht. Aber der ist geil, den könnten wir brauchen. Da hätten wir eine Basis, die wir überall mit hinnehmen können. Da bauen wir uns so ein Geschütz drauf mit einer Gatling und schießen dann hier auf in die Burg. Wäre das eine geile Idee? Schon wieder im Fantasyland. Ja, wieso denn? Dann machen wir uns so eine Gatling und dann... eine kleine Gatling. Und dann schießen wir in die Burg rein und sagen... Ja, jetzt habt ihr ausgespielt, ihr verdammten Fledermäuse. Lutscht an meiner Gatling. Hier ist ein Alpha-Raptor, ein kleiner, der sich mit einem T-Rex anlegt, okay. Wer gewinnt? Was denkst du? Der T-Rex macht nichts, der hängt irgendwie. Papa Alpha? Ein T-Rex wäre doch geil. Wäre auch richtig, richtig cool, oder? Wenn wir so einen T-Rex hätten. So vieles wäre ganz cool, nicht wahr? Warum haben wir das alles nicht, Quantum? Erklär mir das mal. Boah, du bist wie eine Frau. Warum das haben, und dann gehen wir dorthin und dann machen wir das und dann wenn das... Die Jennifer hat eine viel schönere Handtasche. Warum? Erklär mir das mal. Erklär mir es, Quantum. Warum ist unser Haus eigentlich so beschissen? Die Nachbarn haben ein viel dickeres Haus. Ey, der kommt hier schon wieder gefährlich nah an meine Beute ran. Ey, verzieh dich mal. Das sind zu viele dangerous Viechers. Der frisst hier auch nichts. Der frisst echt nichts.
Level 27 und er fliegt weg? Ah, ne. Mann. Oh, scheiße, ich bin hier mittendrin. Das ist natürlich weniger gut. Ja, das ist ein männlicher. Sieht er gut aus? Sieht giftig aus. Ja. Dein oder meiner? Ist wurscht. Ich brauche noch irgendwas zum Reiten. Aber ich weiß nicht, ob das hier die beste Position ist. Ich bin umgeben von Viechern. Hätte ich nur ein kleines bisschen Prime Meat. Ganz kleines bisschen, wäre das hier alles voll easy. Ach nein, jetzt... Da hinten ist ein Krokodil. Glaubst du, ich schaff das? Jetzt ist neben mir ein Krokodil, was kämpft. Ach nee, jetzt. Ach, da bist du da hinten bei dem Krokodil. Ja, leider. Glaubst du, das kriegen wir tot? Ich meine, so ein Krokodil ist ja nicht so stark, oder? Oh nein. Es kommt zu dir. Oh nein. Du musst kämpfen, Quantum. Nein, es geht auf den Vogel. Zieh ihn ein bisschen weg. Ein bisschen weg. Der trifft den Vogel noch. Er kommt ja nicht weg. Blöde Sack. Oh, der hat Prime Meat, oder? Ja, ja. Oh, der ist aber auch ziemlich krass. Der blutet aber schon. Mein Vogel ist noch da hinten. Ist der Vogel gestorben? Weiß nicht. Ja, ist tot. Ach, du Scheißvieh! Mach's kalt! Mit einer. Ich hab Prime. Ich hab ein bisschen Prime. Ich renn direkt zu meinem Vogel. Ja, ne, klar. So eine Scheiße mit der Scheiße. Komm lieber zu mir. Oh, der sieht ja mal krass aus. Männlich. Der hat ja so ein richtiges Chamäleon-Muster da. Das sieht ja richtig cool aus. Wo ist jetzt mein Vogel? Schnell, das Primate vergammelt voll super schnell. Bleib hier! Oh Gott, da kommt ein T-Rex! Wo ist mein Vogel? Hä? Nein! 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 Was passiert? Was passiert? Der Alpha Raptor ist bei mir. Renn weg! Er macht mich fertig. Der Typ ist auch noch so schnell, ich kann nicht mal davonlaufen mit meinem Speedy Gonzales Ding. Der Alpha Raptor ist schnell. Ich bin tot. Er verarscht mich nicht. Ja, der ist schneller als ich. Ich bin tot. Ich komm nicht weg. What? What? Alpha Raptor. Oh ja, nein, der T-Rex läuft zu mir. Der läuft in meine Richtung. Mein Warum? Oh. Warum? Warum hasst uns dieses Spiel? Ja gut, damit muss ich erstmal wieder hier craften. Nee, du kannst ja deine Sachen holen, oder? Das ist, der hat ja alles kaputt gemacht. Und wo ist Donner? Wo ist die alte Donner? Ich glaube, wir brauchen Raptoren, ne? Super starke Raptoren. Damit ging es sicher schneller dann, ja. Oh Gott. Nein, nein, T-Rex, nein. Nein, nicht auf meinen. Nicht. T-Rex, nein, nein. T-Rex, geh weg von meinem Vogel. Der geht straight auf meinen Vogel. Hat tot gebissen, ich glaub's nicht. Du Bastard. Oh Gott, hier ist ein Steo, kommt zu unserer Basis. Er ging nur auf meinen Vogel. Er hat nicht mal irgendwie mich beachtet. Das ist reine Gehässigkeit. Das ist reiner Hass? Ja. Ich voll die Grafikfehler auch gerade. Das ist reiner Hass. Ist der tot da hinten, mein Vogel? Hast du ihn gegessen? Nein, er lebt noch, glaube ich. Jetzt frisst er irgendwas anderes. Das fieses Drecksvieh. Ich muss ihn irgendwie weglocken. Mutter! Oh mein Gott, was ist das? Achso, das ist dieser... Ich dachte, das wäre ein T-Rex, aber das ist so ein kleiner Vogelscheiß. Wie kann man das verwechseln? Ja. Oh mein Gott. Oh, komm T-Rex, komm. Nein, warum willst du denn unbedingt den wehrlosen Vogel unbedingt? Das macht mich so ein Vogel fertig. Was ist denn hier los plötzlich? Hier läuft doch irgendwas falsch. Das ist doch asozial. Dieser T-Rex lässt sich nicht wegziehen. Jetzt. Er hat mich ausgezogen. Aber er spuckt wenigstens davor noch. Ihr habt voll die Grafikfehler hier im Gras. Bei mir verpixelt alles im... Okay, Achtung, da kommt ein T-Rex. Ich lenke den jetzt irgendwo hin. Ich sehe da hinten so einen Typen, der wird von einem Terrorvogel verfolgt. Ist das ein Krokodil im Hohen? Das ist ein Krokodil! Warum ist hier nur Böses? Oh Gott! Ich habe keine Ausdauer mehr! Ich bin nackt! Der Alpha Raptor hat sich erneut. Ich bin tot.
Das war ein Vogel? Level 71? Das gibt's doch nicht. Der Terrorbird, ja, der hat mich auch schikaniert gerade. Alter, ich beende die Folge. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen. Wir können eh nicht spawnen. Danke fürs Zusehen. Das. Tschüss. Tschüss. Bewertet bitte, sonst. Ich schaff das alles nicht mehr. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Okay, Leute, ich bin auf jeden Fall fertig mit den Nerven. Ich bin nackt, ich bin bärtig, ich stinke. Aber ich habe die alte Donna retten können. Gott sei Dank, die war da oben mit der Fledermaus. Und ich habe hier noch den Vogel fertig gezähmt. Quantum hat leider den Server verlassen. Er war frustriert, hat gesagt, irgendwie, er will jetzt ein Loch in die Wand mit seinem Kopf reinprügeln. Ganz, ganz merkwürdig. Aber ja, ich habe die Lage auf jeden Fall nochmal hier entschärft, in den Griff bekommen. Und in der nächsten Folge gehen wir auf die Jagd. Endlich mit den Vögeln. Und mal gucken, was wir mit der Burg machen. Denn die Burg, die ist uneinnehmbar. Die kriegen wir auf keinen Fall. Die ist extrem. Also bis zum nächsten Mal und tschüss!